So, da sind wir wieder. Gleiche Stelle, gleiches Glück. Und ich würde sagen, wir speichern erstmal. Dort entlang so. Kommen wir nicht mehr zurück. Wir müssen weiter. Der Rest wird sich einen anderen Weg nach draußen suchen müssen. Gut. Dann laufen wir mal weiter. Ach, ist doch alles kein Problem. Das Wasser sieht irgendwie aus wie Schleim. Naja. Guck mal, was wir hier haben. Dieser Weg führt nirgendwo hin. Wir sollten es wohl besser hier entlang versuchen. Bist du gerade in die Sackgasse gelaufen? Und ich nicht. Gut, dann laufen wir eben hier entlang. Komm mit. Oh mein Gott. Ich hasse diese verdammten Biester. Was haben die denn? Frostgift. Die haben viel zu viele. Na, jede Menge Frostgifte haben die sogar. Was haben wir denn hier noch so? Nichts. Okay. Hier dann laufen sollten wir besser zusammenhalten. Ja, das glaube ich dir. Das wäre auch doof, wenn wir das nicht machen würden. Halt! Direkt vor uns ist eine Bärin. Seht ihr sie? Mit der möchte ich mich jetzt lieber nicht anlegen. Lasst uns versuchen, an ihr vorbeizuschleichen. Immer schön langsam. Und passt auf, wo ihr hintretet. Oder wenn ihr meint, heute sei euer Glückstag, dann könnt ihr diesen Bogen nehmen. Vielleicht überrumpelt ihr sie. Geht voraus. Ich folge und gebe euch Deckung. Gut, ich bin für Bogen. Schleichen ist überbewertet, wie? Nein. Aber der Bogen ist viel einfacher zu benutzen. Ups. Cool, was haben wir denn hier? Bärenpelz und Bärenklauen. Nehmen wir doch glatt mal mit. Jetzt muss ich Control drücken, um noch zu schleichen. Okay. Ja, ich glaube, wir sind fast draußen. Los! Ja, dann lass uns nach draußen laufen. Sieht schon geil aus. Ich wusste, wir würden es schaffen. Ja, Ziel, Himmelsrand. Juhu, wir sind draußen. Und wartet. Oh. Nicht gut. Drache, nicht gut. Und schon ist er wieder weg. Sieht so aus, als wäre es diesmal für immer. Ja. Wir wissen nicht, ob sonst noch jemand lebend rausgekommen ist. Aber hier wird es bald von Kaiserlichen wimmeln. Wir verschwinden besser. Machen wir auch. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald, gleich die Straße hoch. Sie wird uns sicher helfen. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Meine Schwester Gerdur führt die Mühle in Flusswald. Ja, okay, das haben wir schon gehört. Es ist wahrscheinlich das Beste, wenn wir uns aufteilen. Viel Glück! Ohne eure Hilfe hätte ich es heute nicht geschafft. Ja, und damit sind wir in die freie Welt von Skyrim entlassen worden. Wisst ihr, und ihr solltet mich nach Windhelm begleiten und euch dem Kampf um die Befreiung Himmelsrands anschließen. Ihr habt hier und heute das wahre Gesicht des Kaiserreichs gesehen. Wenn irgendjemand weiß, was das Erscheinen des Drachen bedeutet, dann Ulfric.
Wieso läufst du dann mit mir? Und ich muss sagen, das, was wir hier sehen, sieht richtig, richtig geil aus. Und, ja. Also das gefällt mir mit den ganzen Mods, die ich hier installiert habe. Oh, und guck mal, was wir hier haben. Die Wächtersteine entdeckt. Ich kann jetzt einen aktivieren. Kriegerstein. Komm, wir nehmen mal den Diebesstein. Und alle Heimlichkeiten 20% Zeichen nehmen. Ja. Dies sind die Wächtersteine. Drei der 13 uralten Findlinge, die überall im Himmelsrand zu finden sind. Die, hä? Es ist niemals zu spät, sein Schicksal zu verändern, wisst ihr? Ey, das bedeutet, ich kann die auch umwählen. Stimmt. Okay, will ich jetzt aber nicht. Wir laufen weiter. Gut, auf jeden Fall für diese 30 Mods, die ich hier drauf habe, braucht man einen richtig starken Rechner. Denn man braucht allein schon 3 GB Videospeicher für das hier. Kein Sturmmantelgebiet. Wenn wir vor den Neuigkeiten aus Helgen eingetroffen sind, sollten wir keine Probleme bekommen, solange wir keine Dummheiten machen. Gut. Falls wir auf kaiserliche Truppen stoßen, überlass du das Reden mir, verstanden? Und was ist mit denen da? Hilfe! Ist doch nichts Schlimmes gewesen. Den Wolfspelz können wir auch mal mitnehmen. So, weiter geht's. Alles okay. Ach, wir sammeln auch mal gerne die Bergblumen mit. Können wir das Ding auch sammeln? Nein. Okay. Ich bin froh, dass ihr euch entschlossen habt, mit mir zu kommen. Wir sind schon fast in Flusswald. Das ist super. Ach so, und ich benutze hier nochmal, um auf die Grafikmods zu kommen. Ich benutze, ich glaube, Photorealism und ENB. Hier sieht man das schöne, sozusagen das schöne Inventar. Und es ist wichtig, hier müsste eigentlich, hier genau da oben ist zu dieses Teil, für AMD-Grafikkarten auf jeden Fall oder für Nvidia, wenn man ziemlich niedrige Frames hat, die Ambient Occlusion auszustellen. Denn das verbraucht ziemlich viel Leistung und lässt die Framerate sowas von in den Keller sausen, das ist nicht feierlich. Und ich würde sagen, wir haben eine neue Stadt entdeckt. Flusswald. Ein Drachen! Ob ich euch habe einen Drachen habe reden sehen? Was? Vielleicht nicht. Was ist denn nun wieder so? Ach egal. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Zumindest. Seid ihr verletzt? Was ist passiert? Und wer ist das hier? Eine neue in Flusswald? Wenn ihr Arbeit sucht, dann schaut doch mal bei Hort vorbei, in der Mühle. Okay. Sagen wir mal. Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Okay. Habt ihr Vorräte? Hier ist der Schlüssel zum Haus. Bleibt so lange, wie ihr wollt. Wenn ihr sonst noch etwas braucht, dann fragt einfach. Aber was soll das alles? Was macht ihr zwei denn hier?
Gut. Ach, wir können jetzt was nehmen. Ja. Können wir nicht benutzen. Ja, reicht fürs erste Mal, oder? An Dietrich. Ja, genau. Ein Drache hat Helgen angegriffen. In Helgen? Das kann nicht sein. Obwohl, das wird erklären, was ich vorhin sah. Etwas flog das Tal hinunter. Von Süden kommt. Ich dachte, ich bilde mir das nur ein. Nein, es war ein Drache. Es war ein Drache, das wird euch, ja... Ich weiß nicht, genau. Wieso. Aber ich glaube euch sogar. Ihr seht aus wie jemand, der gerade einen Drachen gesehen hat. Es wird immer schlimmer. Erst der Krieg, jetzt die Drachen. Was ist mit dieser Welt bloß los? Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Natürlich mache ich das. Irgendwo ungestört unterhalten? Wir wissen nicht, wann die Neuigkeiten aus Helgen die Kaiserlichen erreichen werden. Ihr habt recht. Folgt mir. Hort, kommt doch mal kurz her. Ich brauche eure Hilfe. Was ist, gute Frau? Ist Sven schon wieder betrunken zur Arbeit erschienen? Hort, kommt bitte mal her. Arlof, was macht ihr denn hier? Ich komme gleich runter. Da oben war der. Gut. Und hier können wir uns also ungestört unterhalten. Onkel Ralo, zeigt ihr mir eure Axt? Wie viele Kaiserliche habt ihr getötet? Kennt ihr wirklich Ulfric Stormmantel? Seid still, Frodner. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für eure Spielchen. Gut. Ich helfe gerne, wie und wo ich nur kann. Ja. Überquert den Fluss und reist dann nach Norden. Ihr werdet Weißlauf auf dem Hügel sehen, wenn ihr an den Wasserfällen vorbeikommt. Gut. Und was könnt ihr mir über den Jarl erzählen? Jarl Balgruuf? Ich möchte ja nicht respektlos erscheinen. Schließlich hat er sich in Weißlauf jahrelang als guter Herrscher erwiesen. Aber jetzt scheint er überfordert zu sein. Er versucht, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber das wird nicht mehr lange funktionieren. Er wird sich für eine Seite entscheiden müssen. Ich fürchte, er wird die falsche Wahl treffen. So würde ich das nicht sagen. Aber er und Ulfric sind einander schon seit Jahren Spinnefeind. Und Balgruuf wird sich deshalb wohl leider auf die Seite des Kaiserreichs schlagen. Aber okay, es fällt mir schwer also zu glauben, dass Balgruuf statt Ulfric Elisef bevorzugen würde. Natürlich. Ulfric vertritt eine gerechte Sache. Es ist Zeit, dass Himmelsrand die Fesseln des Kaiserreichs abstreift. Das Kaiserreich war für Himmelsrand vielleicht einmal gut, aber diese Zeit ist lange vorbei. Das Verbot der Verehrung von Talos war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Überall Talmor, die Leute verschleppen, nur weil wir unsere eigenen Götter anbeten. Ich bin froh, dass Ralof hilft, sie von hier zu vertreiben. Wenn ich etwas jünger wäre, hätte ich mich vielleicht sogar selbst in die Schlacht gestürzt. Okay, und wer ist Elise? Sie ist wohl jetzt Jarl, Elisef. Sie hatte den obersten König Torrik geheiratet, kurz bevor Ulfric ihn tötete. Das Kaiserreich unterstützt ihren Anspruch auf den Titel der Großkönigin. Ich habe eigentlich gar nichts gegen sie. Es ist ja nicht ihre Schuld, dass ihr Gatte Torrik sich vom Kaiserreich hat kaufen lassen. Aber sie ist nichts als eine Marionette des Kaiserreichs, nun, da Torrik tot ist. Ulfric wird dafür sorgen, dass sie niemals als Großkönigin den Thron besteigt. Okay. Also gibt es Nein, momentan. So lange nicht, bis die Volksversammlung einen anderen bestimmt. Und die wird so lange nicht zusammentreten, bis eine der beiden Seiten den Krieg gewonnen hat. Aber macht euch keine Sorgen. Ulfric ist unser rechtmäßiger Großkönig. Er wird das Kaiserreich verjagen. Und Himmelsrand wird endlich wieder Ruhe haben. Auf Wiedersehen. Okay. Och, Mama, ich will noch hierbleiben und mit Onkel... Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Schau mal einer an.
Ihr seid ja schon ihr Arbeit? Ich muss mich um meine Familie kümmern. Damit habe ich schon genug Sorgen. Für so etwas interessiere ich mich nicht. Okay. Ja. Keine Angst, Onkel Ralop. Ich passe schon auf, dass sich keine Soldaten an euch heranschleichen. Gut. Das bedeutet, wir müssten uns jetzt da hinten durchlaufen zu Flusslauf, glaube ich. Nein, nicht zu Flusslauf, sondern zu dem anderen. Und ich würde sagen, wir machen hier auch nochmal kurz einen kleinen Cut. Und bis gleich.